Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für schokoladige Brownie-Waffeln mit Erdbeeren und geschlagener Sahne. Dafür als erstes 100 Gramm Butter sowie 100 Gramm Zartbitterschokolade. Ich habe hier eine Schokolade mit 70% Kakaoanteil verwendet. In einen Topf geben, dann bei niedrigster Stufe erwärmen und unter ständigem Rühren zum Schmelzen bringen. Wenn das erledigt ist, eine Rührschüssel hernehmen, zwei große Eier hineingeben, außerdem ein Päckchen Vanillezucker sowie 125 Gramm braunen Zucker dazugeben. Alternativ könnt ihr hier natürlich auch mit weißem Zucker arbeiten. Eier und Zucker ganz kurz mit einem Schneebesen aufschlagen, dann die warme Schokoladenbuttermischung dazu gießen, alles einmal gut miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Und jetzt kommen noch die restlichen Zutaten dazu: ein gehäufter Esslöffel Backkakao, ein Teelöffel Backpulver, 150 Gramm Weizenmehl und zum Schluss noch 75 Milliliter Milch. Alles einmal gut miteinander verrühren. Hier könnt ihr einen Mixer oder einfach einen Schneebesen verwenden, bis daraus ein klebriger und zähflüssiger Teig entstanden ist. Danach ein Waffeleisen bei mittlerer bis hoher Hitze aufheizen. Ich habe Stufe 7 von 10 eingestellt. Beide Seiten mit etwas Öl oder Butter einfetten und dann pro Waffel einen gehäuften Esslöffel Teig ins Eisen geben. Das Waffeleisen schließen und für etwa 1-2 Minuten backen. Je länger die Backzeit, desto trockener werden die Waffeln am Schluss. Wenn ihr die Brownie-Waffeln also innen noch etwas weich und saftig haben wollt, dürft ihr sie in keinem Fall zu lange drin lassen. Die fertigen Waffeln nach der Backzeit vorsichtig aus dem Waffeleisen heben, auf einem Gitter abkühlen lassen und danach können wir auch schon anrichten. Dafür eine Brownie-Waffel auf einen Teller geben, etwas geschlagene Sahne obendrauf, außerdem ein paar Beeren. Ich habe hier einfach ein paar Erdbeeren geviertelt und zum Schluss noch gehackte weiße Schokolade für die Garnitur. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.